gut geschlafen. So bis kurz vor fünf, da musste ich dann auf die Toilette. Und ja, danach war irgendwie nicht mehr an Schlafen zu denken, weil hier auf dem Campingplatz scheinen ziemlich viele Vögel zu Hause zu sein. Ja, wir haben es jetzt 17:45. Koch mir jetzt erstmal einen Tee. Das Zelt schon ausgeräumt. Ja, das Unwetter, was für gestern noch angesagt war, das kam zum Glück nicht. Bin ja mal gespannt, wie heute das Wetter wird. Ob ich heute unterwegs wenigstens trocken bleibe. Wäre schon schön. Wir haben es jetzt 20 vor 8. Bin wieder zum Eggeweg aufgestiegen. Also das Stück hier hoch, das war schon schweißtreibend. Zumal ich habe jetzt gerade auf den Thermometer geguckt, wir haben es jetzt schon 21 Grad. Laut Wetterbericht sollen wir heute bis 35 Grad bekommen. Ja, ob ich das aushalte, weiß ich nicht. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen beeilt, möglichst früh loszukommen, dass ich bis zur größten Hitze schon mal ordentlich was geschafft habe. Also geplant für heute ist eine Etappe von ca. 23 Kilometer bis nach Neuenherse. Ja, also wenn es nicht zu warm wird, sollte ich jetzt schaffen. Also früh morgens im Wald ist schon schön, ne? Hier kann man dann sehen, dass der Eggeweg tatsächlich ein alter Weg ist, weil so ein Hohlweg entsteht nur nach jahrelanger, jahrzehntelanger, jahrhundertlanger intensiver Nutzung. Der erste richtige Aussichtspunkt heute, bin jetzt an der Knochenhütte, bin jetzt circa 9 Kilometer gelaufen. Die nächste Station ist die Schutzhütte Schöne Aussicht. Ja, wir haben leider recht diesig, aber ein bisschen was sieht man schon noch. Ja, das soll es dann mit der Aussicht auf Bad Triburg gewesen sein. Ich würde euch ja gerne mehr zeigen, aber im Moment geht es nur durch den Wald. Also viel Aussicht hat es heute wirklich nicht gegeben bis jetzt. Ist zwar ein schöner Wald, aber jetzt hier eine Forststraße, naja, das mag ja keiner als Wanderweg. Der einzige Vorteil ist, man schafft Kilometer. Jetzt habe ich den Eggeweg verlassen, weil ich jetzt nach Neuenherse absteige. Da will ich heute Nacht auf dem Campingplatz schlafen. Ist auch ganz gut so, weil gerade festgestellt, dass ich meine 3 Liter Wasser, die ich dabei hatte, schon ausgetrunken habe. Aber wir haben es heute 28 Grad. Das ist schon nicht wenig zum Wandern. Ja, das Zelt steht schon wieder. Aber wisst ihr, was auch geil ist? Ich habe einen ganzen Campingplatz für mich alleine. Ja, guten Morgen in Neuenherse. Willkommen zum dritten Tag von meiner Eggeweg-Tour.
bin gerade am Campingplatz in Neuenherse gestartet und ich suche mir jetzt gerade einen Zuweg zum Eggeweg, weil ich nicht denselben Weg gehen wollte wie gestern. Er war nicht so schön. Ja, ich würde sagen, ich melde mich dann nochmal, wenn ich den Eggeweg wieder gefunden habe. Der Eggeweg hat mich wieder. Bin allerdings auch schon ein paar Kilometer heute auf dem Eggeweg gelaufen. Hatte gerade irgendwie so den Rennmodus an und naja, viel zu sehen am Wegesrand war auch nicht. Von daher habe ich jetzt auch noch nicht viel gefilmt. Ja, dieses Teilstück hier bin ich vor ungefähr einem Jahr schon gelaufen, ja, nicht ganz ein Jahr. Ich werde mal das Video verlinken von der Tour, weil da ist in mir der Wunsch erwacht, den Eggeweg mal zu laufen. So, wir kommen gleich zu einer Hütte und dann mache ich dann meine erste Pause für heute. So, erste Pause ist geschafft nach circa 11 Kilometer. 16 muss ich noch. Dann geht's langsam weiter. Da hinten an dem Fernsehturm bin ich vorhin vorbeigekommen. War schon ein Stück geschafft. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu meiner vierten und letzten Etappe hier auf dem Eggeweg. Bin gerade bei meiner Pension in Blankenrode losgelaufen und dies hier wird, soweit ich weiß, die schäbigste Etappe, zum größten Teil wohl Asphalt. Aber nun gut, ich will den Weg ja auch zu Ende bringen. Heute sind so, weiß nicht genau, 14 oder 16 Kilometer bis zu meinem Ziel. Ich muss gerade gucken, wo der Weg hier weitergeht. Ach doch, geradeaus. Ja, heute sind so 15, 16 Kilometer nur bis zu meinem Ziel in Marsberg. Da werde ich dann nachher wieder abgeholt und verbringe dann noch ein paar Tage in der Ecke im Sauerland. Wir haben da ein Ferienhaus noch bis Sonntag. Wir haben es heute Mittwoch, so dass wir die Woche voll kriegen. Ja, würde sagen, ihr kommt mal wieder mit heute. Ja, und wie, als wenn der Weg einen darauf aufmerksam machen würde, dass die schöne Zeit auf dem Weg bald vorbei ist, geht man direkt am Anfang der heutigen Etappe einmal über die A44, wo es dann auch schön laut ist. Jetzt habe ich gerade mal so überlegt, also ich laufe ja heute dann das letzte Stück vom Eggeweg. Und der Eggeweg geht ja im Teutoburger Wald los. Und dann geht es über die Höhenzüge des Eggegebirges ins Sauerland. Bin ja mal gespannt, ob hier irgendwo mal ein Schildchen kommt, wo man das Eggegebirge verlässt und dann im Sauerland ist. Das würde mich schon interessieren. Heute gibt es ein bisschen mehr von dem, was ich
eigentlich die letzten 3 Tage vermisst habe. Nämlich am Wegesrand immer mal so ein bisschen Aussicht. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das da hinten schon Marsberg sein. Aber ist doch noch ein Stück hin. Da vor uns liegt Essento, ist der letzte Ort vor Marsberg. Also jetzt gibt es gleich Endspurt. Ja, ich bin in Marsberg angekommen. Ich laufe jetzt hier gerade noch ein Stück am Fluss entlang. Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher es ist. Die Zivilisation, wenn man so will, hat mich wieder. Ja, Zeit für ein kleines Fazit. Ja, für wen eignet sich der Weg? Also ich würde sagen, das ist ein Weg, der sich durchaus für Anfänger eignet, die vorher noch keine Mehrtagestour gemacht haben oder einen Fernwanderweg. Oder auch die vorher noch nie mit Gepäck gewandert sind. Ich denke, der ist deshalb geeignet, weil es gibt ein paar, aber nur wenige knackige Anstiege mit Wurzelstufen, sage ich jetzt mal so, die ein bisschen schwieriger sind. Aber halt, ja, ich würde sagen, 1 oder 2. So ganz knackige. Der Rest sind eigentlich mehr so langgezogene Steigungen. Allerdings, das muss man auch wissen, es gibt nicht allzu viel Aussicht unterwegs. Also man ist den größten Teil im Wald unterwegs. Erst so das letzte Stück von Blankenrode nach Marsberg hin ist immer mal wieder mit ein bisschen Fernsicht zu genießen. Ja, das war so das, was mir immer so gefehlt hat die ganze Zeit, mal so ein bisschen Fernblick. Des Weiteren, was mich echt gestört hat, es ist doch ein sehr, sehr hoher Asphalt- und Schotteranteil gewesen. Also es hat mich schon sehr gestört, zumal es gab auch keine großartigen Alternativen. Und naja, tut halt den Füßen nicht gut auf so einer langen Strecke. Ja, geplant habe ich die Strecke mit Outdoor Active. Da ist der Eggeweg auch eingezeichnet. Allerdings stimmt die Einzeichnung nicht mit der Realität genau überein. Das habe ich schon festgestellt. Weiß nicht, muss mal gucken, ob ich noch eine bessere Quelle finde. Die würde ich euch dann noch unter dem Video verlinken. Ansonsten müsst ihr doch selber suchen. Ja, wie gesagt, das ist doch ein recht hoher Asphaltanteil. Insgesamt ist es ein sehr schöner Weg, aber ich bin echt der Meinung, dass Pflaster und Schotteranteil viel zu groß ist. Naja, ich habe es auf jeden Fall jetzt geschafft. Der Eggeweg ist hinter mir. Ich bin jetzt hier mitten in Marsberg. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich sage dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Musik.